So, wenn ich noch weiterspiele, verknoten sich meine Finger. Das ist schon recht so, Gretchen. Du hast heute sehr schön gespielt. Und außerdem wird mein Untermieter wohl bald nach Hause kommen und mir die Zeit mit seinen Geschichten vertreiben. Ich frage mich, was der Kommissar heute wohl erlebt hat. Der Bericht von seinen Ermittlungen ist immer so mitreißend. Gretchen, du wirst doch nicht etwa heimlich an der Tür lauschen? Das gehört sich für ein Hausmädchen nun wirklich nicht. Ich wollte nicht. Ich bitte um Verzeihung, Frau Faber. Ich mach doch nur meine Späße. Wenn du den Geschichten lauschen willst, kannst du gern auch die Tür auflassen. Im Sommer ist mir der Durchzug sowieso willkommen. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch gerade die Schlüssel des Kommissars im Schloss gehört. Guten Abend, Frau Faber. Gretchen? Ach, ich muss mich erst einmal hinsetzen. Die Verbrecherjagd führte heute mehrmals durch die halbe Stadt. Aber der Aufwand hat sich wenigstens gelohnt. Dann werden Leipzigs Straßen nun von einem Verbrecher weniger unsicher gemacht? Oh, Sie gönnen einem ausgelaugten Polizeibeamten aber auch gar keine Pause. Aber das Erzählen vertreibt die Zeit bis zum Abendessen. Am besten beginne ich meine Erzählung gleich. So werde ich vielleicht fertig, bevor das Essen auf dem Tisch steht. Alles begann heute früh in meiner Schreibstube im Polizeirevier. Ich stand am Fenster und schaute auf das bunte Treiben auf der Wächterstraße. Ich hatte mich in meinen eigenen Gedanken verloren und musste mir einen Ruck geben, mich wieder an die Arbeit zu machen. Genug Tagträumerei. Naja. Oh.
Schutzmann Welm. Schön, Sie zu sehen. Guten Morgen, Kommissar Kreiser. Sie haben einen neuen Fall. Noch einen? Was haben wir denn diesmal? Soll ich wieder mal die Leiche einer Selbstmörderin aufheben? Nein, Selbstmord war es diesmal wohl nicht. Ist es ein Einbruch in einem Kolonialwarenladen? Exotisch und luxuriös geht es schon zu, aber mit den Kolonien hat es nichts zu tun. Soll ich einen Betrüger schnappen, der Pelzhändler geprellt hat? Ganz kalt. Wer würde denn so etwas tun? Sie würden sich wundern, in welch illustrer Gesellschaft man sich da befände. Sind die Löwen aus dem zoologischen Garten entlaufen? Geschwindigkeit und Gefahr haben etwas damit zu tun, aber keine Wildtiere. Ich gebe auf. Sagen Sie mir, was es ist. Natürlich. In Plagwitz ist einer dieser neuartigen Motorwagen ins Wasser gefahren. Und warum braucht es da einen Kriminalkommissar? Weil anscheinend faules Spiel stattgefunden hat und der Fahrer tot ist. Besorgen Sie uns schon einmal eine Kutsche. Los geht's. Gustav Möbius, was macht denn ein Staatsanwalt bei einem Verkehrsunfall? Mein lieber Freund, hier handelt es sich mitnichten um einen gewöhnlichen Unfall. Weil dies der erste Tote ist, den wir aus einem Motorwagen bergen mussten? Richtig. Und weil es immer mehr solcher Unfälle gibt, soll ich ein Gutachten erstellen. Ein Gutachten? Wozu? Ob die Stadt eine Verordnung braucht, die den Automobilverkehr reguliert. Aber ehrlich gesagt habe ich so meine Zweifel, ob das hier ein Unfall war. Wie kommen Sie denn darauf? Oh, nein, mein lieber Kommissar. Das müssen Sie schon selbst herausfinden. Aber ich stehe Ihnen natürlich zur Verfügung, wenn Sie Hilfe brauchen sollten.